Now I done grew up around some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flask, backstroke every day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill their sorrows. So Leute, nach dem XXL-Part vom letzten Mal sind wir jetzt angekommen. Und wir sind ein Level aufgestiegen mit Recht. Ach du Scheiße. Baby Steps, ja, kleine Schritte machen große Sachen. Und jetzt dürfen wir uns eigentlich was anhören. 27.000, ja, Gehälter haben wir noch nicht, das hört sich doch sehr gut an. Und jetzt müssen wir warten, bis die sagt, jo, okay, ja, du hast es geschafft. Und da kommt das nämlich schon. Jetzt wird es uns nämlich wieder ansprechen. Wow, das ist ja perfekt gelaufen, gratuliere. Ich habe mit der Stadtverwaltung gesprochen. Sie wollen, dass wir mit der Firma expandieren. Ein paar neue Leute einstellen, neue Busse anschaffen. Für unsere Bemühungen haben sie eine Provision angeboten und die Genehmigung... Okay, wir dürfen einen neuen Bus kaufen. Gehen wir mal kurz durch. Es gibt noch nicht so viele Busse. Ich wäre froh, wenn es noch ein paar mehr gibt. Obwohl, eigentlich... schon ein paar. Vor allem welche, die ich mich auch freue. Und jetzt kaufen wir uns jedenfalls den S416L Business von Cetra. Der hat ein kleines bisschen mehr Platz drin. Wartung ist natürlich ein kleines bisschen teurer. Und dadurch Länge ist, glaube ich, ja, 3 Meter länger. Und natürlich kaufen wir uns diesen Bus. Müssen ihn aber auch noch bearbeiten. Denn mit dieser Farbe können wir ihn nicht auf die Straßen schicken. Es gibt nur einen in... Okay, gut. Anwenden. Und dann angestellt. Wollen wir uns mal gucken. Zell überspringen. Hält den Weltrekord im Haferflockenessen. Würde gerne einen Baumhaus besitzen. Trägt einen Namen Blitz. Okay. Back gerne Kekse. Ist der einzige normale Mensch... in einer katzenverrückten Stadt weiß, was Esen sammelt, Porzellanpuppen, Schmetterlinge. Der gefällt mir am besten, obwohl, ne, wir nehmen den Basketballspieler. Und der bekommt natürlich, jetzt müssen wir mal gucken, generiere eine Strecke, okay. Transportiere möglichst 180. Okay, das müssen wir mal gucken. Dann kriegen wir den nördlichen Bereich. Wir weisen einem Fahrer zu und mit dem Citro-Car darf er natürlich fahren. Und wir werden uns der Promenadenstraße, unsere selber gemachte Straße, diesen Part nochmal angehen. Und werden die Fahrt starten mit unserem Business mit dem S416 an keinen regnerischen Tag mehr, sonnig und regnerisch. Nee, wir fahren am Tag. Wir fahren umgekehrte Strecke. Too early. Wenn dieses Event aktiviert ist, werden sich Passagiere beschweren und ein Ruf wird sinken, wenn... Okay. Einige Hilfen sind aktiviert, zum Beispiel Geschwindigkeit. Alle Hilfen sind deaktiviert. Okay, nee, das will ich nicht. So, und dann fahren wir natürlich mit dem neuen Bus. Mit dem Cetra. Auch eine Firma, wo ich dachte, jo, die kennst doch gar nicht. So, unser anderer Busfahrer ist schon weg. Okay, aber die, wenn ich so den Chat der Dings hier angucke, kenne ich das schon. Sieht auch von der Scheibe her größer aussieht. Alter, Alter. Ey, der hat richtig viel Platz. Dann mit dem können wir wahrscheinlich noch eine Weile fahren, habe ich das Gefühl. Ja, ich fühle mich sehr hoch hier. Ich würde mal gerne ein bisschen weiter runter noch. Weil da ich ja nicht aufgepasst habe und ich weiß, wie die...
Kamera, nein. Bussteuerung, Blinker, Feste, Gang, Rückwärtsgang, Motor, Licht, Spezial. Aussteigen, Fahrt beenden, Sitz zurück. Sitz vor, Sitz nach oben. Und Sitz nach unten, okay. Achso, ich brauche erst... Ja, das ist mir angenehmer. Dann machen wir Führerstandsbeleuchtung ist an, dann brauchen wir Fahrkarte und nochmal zur Passagierabteilung. Dann machen wir das Fahrerfenster ein kleines. Ich will das aufmachen. So. Dann P. Dann dürfte man eigentlich schon losfahren. Niedrigste Einstellung, schön. Eins würde mich mal interessieren. Ist das Licht jetzt an? Weil... Beim anderen hat man ja noch den Knüppel. Ne, also ist kein Licht an. Vordere Tür. Ah. Fahrkarten, Führer. Motor an, aus. Blinker. Pedal, Zündung. Ach hier. So. Jetzt darf es aber losgehen. Jetzt sollten wir endlich mit uns ein Zetra fahren. Geschwindigkeitsbegrenzung ist an, das ist schön. Ja, das Licht ist, glaube ich, machen wir Fahrradkopplung, machen wir gleich aus. Das finde ich doch ein bisschen zu hell. Und mal gucken, vielleicht sind wir auch den anderen Bus noch klar fahren. Wegen 14 ist auch noch da, naja, hat ja auch kurz was geregnet. Führerscheinbeleuchtung aus. Ach, guck mal, Zwillinge. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Ja, klar. Für die Woche eine Standard und eine einzige. Danke. Ich fand die Ziege am Ende der letzten Folge von Winter der Leidenschaft etwas daneben. Ja, schön. Mir wäre es interessanter, wenn du mir erzählst, was du für eine Karte haben willst. Oh, ist das Spiel schlecht einzustellen. Oder einzusehen. Wow. Oh, das kann ja dauern hier. Warum habe ich mich nur den Job als Busfahrer ausgewählt? Na, dann den nördlichen Teil haben, richtig, ja, richtig. Also, da ist, also ich weiß nicht, der andere gefühlt mir besser. Der Kato, wie ist der Kato? Auch von innen sah er schön aus. Aber hier der Boden sieht geil aus. Leck!
Schön, dass ich als öffentliche Person im Nahverkehr vorfahren darf. Obwohl es eigentlich im Mächten irgendwie so ist. Lass das mal. Okay. Gehen wir gleich mal an den Automaten ran. Wir sind spät dran, deswegen keine Batterie auf mich jemand oder so. Ich weiß auch nicht, ob das gut ist, wenn man so viele gleiche Haltestellen anfährt. Klar, im Nachhinein fahren sie anders. Also wenn man jetzt drei Haltestellen hintereinander gleich hat oder so. Ist doch eigentlich das Beste. Jetzt bestimmt auch auf die Leute in so einem Sinne, ob das Geld zu weisen. Drauf anlegen. Da muss man glaube ich noch ein bisschen logischer dran denken, weil es ist ja auch ein Wirtschaftsspiel. Kann ich mir gut vorstellen. Wo hier will eigentlich keine Anhalten, wie es aussieht. Und da ich ein kleines bisschen früher da bin. Hier. Nack. Und die haben wir ja vorhin abkassiert, deswegen geht das schon. Und Abmarsch. Ab zum Wasserspeicher. Das kann man gut Wasserspeicher so. Das kann man gut die Zeit nutzen, um mal schnell zu kontrollieren. Klar, ich habe gesehen, keiner will einsteigen, keiner will aussteigen. Aber logisch hält man natürlich irgendwie an. Es kann ja sein, dass einer zu spät, noch ein bisschen später kommt. Man weiß es ja nie. Ich hab mich auch mal gefreut. Nein, hier hat keiner hingekotzt. Nein, so scheiß bin ich nicht gefahren. Guck mal, wir haben jetzt noch 50 Sekunden Zeit. Wir können mal gucken, ob irgendjemand hingekotzt hat oder nicht. Weiter ganz alte Sägewerk? Nein, tut mir leid, ich muss einfach arbeiten. Ich hab gedacht, du musst kotzen. Ach guck mal, wir wollen nicht einsteigen. Wow, perfekt geparkt. Wer ist dann? Meine Süße. Gehen Sie weg, die Tür geht nicht zu. Einzelne Student, zwei. Danke. Eine Fahrkarte bitte. Jo, da kriegst du eine Tageskarte Standard und eine Einzel. Gerne. Danke. Ah, zu viel. Ich hasse die Werbepausen im Winter der Leidenschaft. Die kommen irgendwie immer genau dann, wenn es spannend wird. So, Sie laufen mal hier weg. Dankeschön. Ja, wollen Sie die denn noch sehen? Ja, warum stellst du sie auch hin? Kann man ja denken, du bist ja sonst einer, dass du das schon vergessen hast. Ob ich natürlich jetzt als Busfahrer angestellt werde, wenn ich jetzt hier so eine schöne Busfahrer-Simulation spiele? Das ist ja hier die Handbremse, oder? Nee, das ist ja nicht die Handbremse, das ist so wie eine Notbremse. Sieht so geil aus, das spiegelt sich hier so alles. Obwohl natürlich das Lenkrad irgendwie falsch gespiegelt ist. Lieber Entwickler, also wenn ich jetzt runter gucke, sehe ich eigentlich kein Lenkrad von oben drauf. Also ich weiß schon, was ich meine. Oh, gute Halterung. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Ja, dann kriegst du. Ich bin schon
bescheuert im Kopf, da bekommst du natürlich eine. Danke. So. Eine Fahrkarte bitte. Jo, einzeln. Dann Senior? Danke. Zeit bleibt mir jetzt noch kurz. Gut sein. Naja. Können wir sagen, das war's auch schon wieder mit dem Part. Wir sind mal gespannt, wie viel wie viele Leute ich noch brauche zum zum Fahren. Ich muss auch gucken, das müsste jetzt der vierte Part sein, den ich habe. Theoretisch müsste das komplett reichen für die Zeit, die ich jetzt produziere. Und würde mal sagen, lass mal. Vielleicht kann das ja auch als Stream-Projekt, wenn das ordentlich läuft. Könnte mir das gut als Stream-Projekt auch noch vorstellen. Ist das unser Bus? Nein. So sieht eigentlich nicht unser Bus aus, oder? Oder? Hast du die letzte Folge? Nein, nicht spoilern! Ja, danke, 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 danke. Ich kontrolliere nur den Bus. Sieht alles sauber aus, sieht gut aus. Ah, zwei Rollstuhlplätze. Bis hält noch. Muss wirklich sitzen bleiben, bis die Tür offen ist. Hä? Was war jetzt los? Ja, eine Kollision. Naja, geht natürlich besser. 26.000, was hat natürlich der Angestellte B-Bus? Hat nichts eingenommen? Nee. Der Angestellte, achso, ich bin die Strecke gefahren mit 14.000, er ist mit 13.000 eingekommen und ich bin wöchentlich 28 gefahren. Das ist gut. Und wie viel Passagiere, brauchen wir noch so einen Haufen, naja, Leute. Wie gesagt, war es das erstmal mit dem Part, wenn ich den ganzen Part gefallen habe, gibt noch einen Raum. Wenn ich einen nach unten schreibe, dann kommt darüber mehr von 7 oder auch nicht. Und dann bis zum nächsten Mal, sagt er immer ins Wort. Ciao, ciao.